Hallo und herzlich willkommen zum Kinotipp. Heute bin ich nicht alleine hier, ich habe zwei besondere Gäste bei mir. Aber wer das ist, das verrate ich Ihnen erst gleich. Vorher gucken wir auf die Neustarts der Woche. Rogue One, A Star Wars Story, erster Ableger der Star Wars Saga. Also, bei mir heute zu Gast Martha Martin und Laura Roge. Ihr spielt die Vampirschwestern jetzt zum dritten Mal. Seid ihr denn froh, dass er jetzt endlich angelaufen ist? Weil gedreht wurde ja, glaube ich, letztes Jahr schon im Sommer, oder? Ja, genau, da haben wir gedreht und wir haben jetzt auch erst letzte Woche erst gesehen. Und ja, jetzt ist es endlich da. Ja, sind eigentlich schon gespannt, weil es ja immer eine lange Zeit ist, anderthalb Jahre, bis man gedreht hat und der jetzt rauskommt. Wir haben selber schon manche Sachen wieder vergessen gehabt. Und ja, es ist eigentlich schön, dann das fertige Produkt so im Kino zu sehen. Ich wollte gerade fragen, wie war das denn so? Oder habt ihr auch schon bestimmt Feedback bekommen bei den Zuschauern bei der Premiere? Wie ist der so angekommen? Ja, das haben die uns immer gesagt, dass sie es ganz schön fanden. Oder wir haben gefragt und ja, die sind dann alle immer sehr aufgeregt, wenn sie halt neben uns stehen. Und deswegen, also wir fragen dann immer, ja, und hat es dir gefallen? Dann kommt meistens nur so, ja, war toll, weil die also alle so aufgeregt sind. Aber ja, es gab ja schon so einen kleinen Clip zu der Premiere und da fanden das alle auch schön spannend und cool. Und es sind auch Jungs im Kino. Ja. Ach so, ja, also nicht nur Mädels. Okay. Nee. Da war ich auch sehr stolz, dass wir auch die Jungs reinbekommen. Und 2011 war ja dann der erste Teil, das war ja für euch beide so das Kinodebüt. Wie war das denn, dass ihr da irgendwie angefangen habt, zum ersten Mal auf der Kinoleinwand? Was hat sich seitdem irgendwie verändert für euch? Oh, ich bin eigentlich privat nicht so viel. Nö, also gar Freunde nicht. Und alles wandeln uns weiterhin wie normale Menschen. Ja, ich vergesse das auch immer wieder zwischendurch, dass ich das überhaupt gemacht habe, ehrlich gesagt. Und wir sehen uns, glaube ich, selber eh nicht so als krasse Stars oder Persönlichkeiten oder so. Also ja, ich finde das schön, wenn die Kinder das so toll finden, auch uns zu sehen und dann eben so aufgeregt sind. Aber sonst ist das, ja. Das heißt, ihr könnt auch ganz normal über die Straße gehen und ja, keinen Selfie wahren und Autogramme ja, oder... Nee, uns erkennt zum Glück halt keiner, wenn wir privat irgendwie rumlaufen, ja, weil wir ganz anders aussehen als im Film. Wollte ich gerade sagen, ihr seht ja auch ganz anders aus dann, ja, ne? Genau. Okay. Und was hat euch so am meisten Spaß gemacht bei dem Film? Also jetzt insgesamt beim Drehen einfach, das ist sehr anstrengend, also wirklich anstrengend, so 8 Wochen lang dann jeden Tag irgendwie 8 Stunden oder mehr. Aber das ist einfach, also so eine krasse Erfahrung. Und jetzt der letzte Teil war auch richtig cool beim Dreh, weil wir halt auch natürlich älter waren und dann auch mehr so mit den einzelnen Teammitgliedern anfangen konnten. Und es war auch ein super Team und ach, ich weiß nicht, so die gesamte Erfahrung einfach. Und danach heult man immer, wenn es vorbei ist, weil man halt so eng zusammengewachsen ist. Und das einfach. Also ich habe danach immer so 2 Wochen so ein Tief, weil ich so denke, ja, und jetzt, was tue ich jetzt in meinem Leben? Ja. Ja, ich würde auch sagen, das Team war auf jeden Fall irgendwie ein Highlight beim Dreh, gerade beim letzten. Mhm. Und ja, klar, Fliegen macht total viel Spaß, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist mit den Westen, aber ja, das macht man halt sonst nicht so privat oder hat man nicht die Möglichkeit, ja, für und dann ist das echt... Auch generell einfach so einen Film zu drehen, ich meine, wer macht das ja schon? Genau. Ja, ihr. Ja. Aber wie war es denn überhaupt, dass ihr dann die Vampirschwestern geworden seid? Also wie hat das überhaupt angefangen? Warum wolltet ihr unbedingt die Vampirschwestern sein? Also ich habe die Bücher früher gelesen, so mit 8 oder 10. Da fand ich das ganz, ganz toll. Jetzt natürlich auch noch. Also bin so ein bisschen älter geworden. Aber ich war da ziemlicher Fan von. Und deswegen wollte ich das Casting halt auch unbedingt machen. Und ja, keine Ahnung, sonst so Vorbereitungen hat uns der Regisseur damals, Wolfgang Groß, sehr geholfen, dass wir uns halt zum Beispiel im Drehbuch so unterstreichen, bei jeder Szene, was... Wofür ist sie da? Wie fühle ich mich da? Was mache ich da? Also die Rolle dann und sowas. Also ich war mit den Büchern ganz gut vorbereitet schon. Und bei dir, Laura? Ja, also ich bin halt zum Casting gegangen und wir haben uns gleich beim zweiten Casting kennengelernt. Ja. Und ja, wurde dann halt nach dem dritten Casting angerufen, dass ich das habe. Und ich habe das irgendwie ehrlich gesagt nicht geglaubt gehabt. Ich bin mit einer Einstellung reingegangen, ja, wäre schön, wenn es klappt, aber ich... Ja, hab ich dran geglaubt, weil die haben, wie viele Leute, ich weiß nicht, die haben richtig über 400 Kinders mit Bildern und so. Also, gecastet und ja, da ausgewählt zu werden, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, aber ich habe mich sehr gefreut, war dann auch für uns beide die erste große Kinohauptrolle so. Mhm. Ja, so sind wir halt dazu gekommen. Und wie reagieren dann so Eltern, Familie darauf, so die eigene Tochter oder die Freundin so auf einer riesen Leinwand zu sehen? Also eigentlich sind alle sehr stolz, dass... Ja. Ja. Gerade die Eltern, glaube ich. Ja. Die freuen sich immer, wenn sie uns sehen können. Jetzt ist ja schon der dritte Teil. Wie war es denn jetzt zum dritten Teil, zum Set sozusagen zurückzukehren? Ist man da jetzt schon, ihr sagt gerade auch eben selber, erwachsener geworden? Ist das irgendwie anders jetzt? Mhm. Seid ihr da schon routinierter oder wie war das denn jetzt beim dritten Teil? Ja, also zum Set zu kommen, da sind ja immer 2 Jahre dazwischen. Mhm. Also wir wussten dann ja auch nicht, okay, kam jetzt gut an, wahrscheinlich gibt es einen zweiten oder dritten. Und dann hieß es halt irgendwann, ja, okay, aber...
da passiert so viel und ich finde, nach einer Zeit drückt das so nicht in Vergessenheit, aber es ist wie so ein Traum, dass man denkt, so, oh Gott, habe ich das wirklich gemacht irgendwie? Und deswegen, also ich war immer wieder sehr aufgeregt und ich hatte aber bei den ersten Teilen die gleiche Perücke zum Beispiel und dachte, ach, wir kennen uns noch. So, beim dritten war es dann eine neue, aber ja, sowas mal. Also man ist schon gewohnt, sich dann in so einem Outfit im Spiegel zu sehen. Hat sich für dich irgendwas verändert, Laura, dass du jetzt sagst, beim dritten Teil war irgendwie was anders jetzt zu spielen, weil ihr schon zwei gemacht habt oder ist es immer noch irgendwie gleich? Nee, also man war schon irgendwie so drin, gerade von den ersten beiden Teilen, auch der Ablauf, wie der am Set ist. Klar, die ersten Tage ist immer ein bisschen schwieriger, weil man noch nicht alle vom Team kennt, aber nach 4-5 Tagen bist du schon voll drin und mit allen wieder gut befreundet und ja, wir hatten, glaube ich, nicht so Probleme, auch nicht so in die Rolle reinzukommen, weil wir echt schon viel Erfahrung dann hatten durch die anderen beiden Teile. Jetzt gab es ja auch einen Wechsel hinter der Kamera sozusagen. Hat man das gemerkt, dass Tim Trachte jetzt der Regisseur ist, oder? Ja, also natürlich, man merkt das immer, wenn dann, es waren ja auch, bei den ersten beiden waren das Team ziemlich gleich geblieben, nur so ein paar haben sich gewechselt und dann beim dritten waren eigentlich nur noch 3-4 von dem alten Team dabei und alle eigentlich neu. Was aber auch ganz gut war, weil dann hatten wir nur so ein bisschen Frischluft irgendwie da drin. Und ja, also mit Tim, das war auch super. Der hat uns ziemlich viel Freiraum so gelassen, weil er halt gesagt hat, ihr kennt die Rolle, ihr wisst, was ihr da tut. Und ja, ich fand das sehr gut so für den dritten Teil. Jetzt geht ja eure Reise sozusagen nach Transsilvanien, aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so weit weg. Es ist ja eigentlich hier ganz in der Nähe von diesem schönen Mönchengladbach in NRW gedreht worden. Wie schwierig ist das denn so als Schauspieler, sich dann irgendwie auch dann in die Drehorte sozusagen hineinzuversetzen? Weil ich glaube mal, also ich kenne mich da nicht so ganz so gut aus wie ihr, aber das wird ja wahrscheinlich nicht alles chronologisch gedreht, allein schon vom Aufwand her. So, ne? Wie kann man dann sich überhaupt in verschiedenen Situationen dann so reinversetzen? Ist das nicht total schwer irgendwie? Also ich finde allein das Kostüm hilft einem total, gerade bei uns, weil wir komplett anders aussehen, entfernt man sich noch mehr von sich selber und mit der Perücke und den Klamotten bist du, finde ich, schon viel mehr drin. Und ja, das die Zähne, genau. Und das Set an sich, wenn wir in der Höhle drehen oder so, das ist natürlich eine ganz andere Umgebung, als wenn man irgendwo normal ist, dann fällt das schon einem leichter, irgendwie reinzukommen. Ja, das Schwierige finde ich ist eigentlich immer, weil, also im Film sieht es zum Beispiel ja natürlich aus, wenn sich zwei unterhalten, dann stehen die da alleine, aber eigentlich stehen mindestens 30 Leute alle in Schwarz drumherum und gucken dich ganz genau an, was machst du da jetzt und hast du vor, deine Hand auch so bewegt, hast du das Glas dahingestellt, ist das Glas noch so und so voll und alles mögliche, also man darf... muss ich echt sehr konzentrieren, dass man vor allem, das finde ich eigentlich am schwierigsten, alles nochmal genauso macht wie vorher und nicht so aus dem Impuls heraus irgendwas Neues. Und ja, keine Ahnung, ich finde, das ganze Set hilft einem schon ziemlich, aber man muss sich auch gut vorbereiten. Also genau wissen, was mache ich jetzt da, wie bin ich drauf, wo kam ich vorher her, weil teilweise rennen wir halt in einen Raum rein und das war dann der zweite Drehtag und dann kommen wir da irgendwo anders wieder raus, das ist dann die fünfte Woche so. Also zum Beispiel das Abschlussfest, das war der zweite Drehtag. Okay, das ist ja echt dann schon eine Herausforderung. Mhm. Ihr wart ja dann auch hier zum Beispiel um die Ecke in Schwalmtal, in dieser Kirche. Mhm. Wie fand ihr diese Location? Das war krass. Da waren wir schon beim zweiten, da war das Konzert drin und diesmal dann der Thronsaal, hat keiner gemerkt. Das wollte ich mich gerade fragen, ne? Aber jetzt haben wir es ja sowieso verraten, dass es schon beim zweiten Teil auch drin vorkam. Ja, aber es sieht ja echt so anders aus, deswegen. Wie war die Location? Und oder ihr wisst ja, das ist ja bestimmt wahrscheinlich, dass das ja auch so eine schreckliche Vergangenheit hatte, so in der NS-Zeit. Ja, das hat man gemerkt, fand ich. Also wir waren alle so ein bisschen, wir hatten sehr Respekt davor, weil das hat das schon irgendwie so ausgestrahlt. Also es sieht toll aus im Film, ist eine tolle Location, aber ich fand es ehrlich gesagt ziemlich gruselig. Ja, es war alles auch leer und schon runtergekommen und es war wirklich kalt. Also nicht nur von der Temperatur her, sondern halt wirklich, wir wussten am Anfang gar nicht so im zweiten Teil, so was genau da passiert war. Als uns dann halt auch informiert haben, haben wir so gemerkt, das hat man vorher schon gespürt. Also es war wirklich, also es haben sich alle nicht wirklich wohl gefühlt so da. Es war jetzt nicht eins der schönsten Sets zum Drehen für uns, sondern halt für den Film war es super. Ja, aber es war auch schon interessant, weil ich da war auch, also wir durften eigentlich nicht rumlaufen, aber ich habe das ein paar Mal gemacht, mir war langweilig. Ja, so von wegen Verletzen und so, wenn ich dann die Treppe runterfalle, dann bin ich halt schuld, dass der Film nicht weiter gemacht werden kann. Aber da waren auch in einem Raum waren so Bilder, wie das früher dann aussah mit so einer Krankenstation und so, also es war schon sehr strange irgendwie. Das heißt, ihr habt euch da schon intensiv auch irgendwie mit beschäftigt. Ich dachte, man blendet das vielleicht aus, weil das vielleicht dann sonst hinderlich ist oder so, aber... Ja, nee, also wie gesagt, es ist halt, wenn man alles andere ausblendet, dann sieht das so aus wie im Film, aber sonst ist es halt so, also diese Atmosphäre wird eigentlich durch das ganze Equipment und so gestört, dass man dann
Also ja, es ist halt schwierig, das alles wirklich auszublenden. Ihr habt ja auch schon vom Greenscreen gedreht. Was macht ihr denn eigentlich lieber? Ist es euch lieber, dass ihr eine richtige Kulisse habt, oder ist es mit Greenscreen-Arbeiten vielleicht besser für euch oder schöner oder spannender? Also ich weiß nicht, ich finde, glaube ich, eine Kulisse an sich besser. Wenn du das drumherum hast, dann fühlt es sich auch mehr so, als wenn du wirklich in dem Film drin lebst. Man kann immer alles anfassen. Ich finde das, fast in ganz vielen Szenen touche ich mal irgendwas an, weil das irgendwie, dann macht das echter, finde ich, weil man steht ja auch nicht einfach so rum, und ja, sondern man macht immer was. Ja. Und es gibt ja bei euch jetzt auch so Special Effects natürlich, so ein paar. Wie habt ihr das zum Beispiel gemacht in der Szene, wo du zum Beispiel mit Michael Kessler irgendwie in die Tiefe stürzt? Ja, das war vom Greenscreen zum Beispiel. Glaube ich, doch, ja. Ist schon so lange her. Ja, ich überlege gerade. Also wir haben das doch irgendwo gemacht, dass ich halt ihm halt hinten so am Gürtel so hochziehe. Aber wir haben, also die haben uns dann auch vor so einer richtigen Wand, wo wir dann auch landen, mit so einem Kran hochgezogen, so 5 Meter oder so. Und also ich bin nicht so ganz der Höhen-Fan. Und naja, dann so nach 5 Metern habe ich gesagt, okay, jetzt langsam, stopp, das reicht. Und dann sind wir aber relativ schnell da sogar runtergelassen worden und dann halt da gelandet. Und ja, ich weiß nicht genau, also es ist immer so ein Mischmasch aus allem. Wir haben auch keine Ahnung, was da passiert. Die halten uns dann immer so eine silberne Kugel vor und diese Farbpalette, und damit man dann alles einstellen kann. Und aber wir machen das eigentlich auch nur mit und wissen nicht so genau, was dann da genau getan wird. Wie war das denn überhaupt mit Michael Kessler zu drehen? Musst du eigentlich die ganze Zeit lachen? Weil wir kennen ja schon so eher so als Komiker. Ja. Oder ist der auch mal ernst vielleicht am Set? Er ist sehr professionell, aber halt auch wirklich, ja, scheiße lustig. Also ich hatte teilweise echt Probleme, weil er macht dann irgendwie so einen Witz und alle lachen und dann okay und los. Und alle so, okay, ja, wir müssen uns konzentrieren. Ich so, oh, ja, alles gerade scheiße, so ungefähr. Also zum Beispiel, wenn wir da in dem Bus sitzen, das war sehr anstrengend, aber er macht das immer alles sehr erträglich. Ich mag ihn sehr gerne, das ist sehr lustig, macht Spaß. Und du hattest ja mit Jana Palaske viel zu tun. Wie ist die denn so? Ganz anders als Michael. Also ich weiß gar nicht, wie man Jana beschreibt. Sie ist ein ganz besonderer Charakter. Also ich habe vorher irgendwie noch nie jemanden getroffen. Sie ist sehr naturverbunden, würde ich schon sagen. Ja, also spirituell. Ja, total. Aber es ist total interessant, weil sie auch, ja, wenn man auch so Gespräche hatte, die ich mit anderen Leuten irgendwie noch nicht so geführt hatte, oder auch so Weltansichten. Also auch wenn das jetzt irgendwie krass klingt, es ist wirklich, also es macht echt Spaß, sich mit ihr allein zu unterhalten und auch zu drehen. Oder wir hatten ja auch viele Fechtproben zusammen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, zusammen Sport zu machen, sich zu bewegen. Ja. Das wollte ich gerade fragen. Ist das denn auch wirklich so anstrengend? Weil ich denke mal, dass es wahrscheinlich viel mit Seilen auch gearbeitet wird, weil ihr fliegt. Mhm. Ist es denn mehr Spaß oder anstrengend? Musst ihr dafür richtig trainieren oder wie ist das? Es ist wirklich sehr anstrengend. Also auch wenn man da nur rumhängt, also was heißt nur rumhängt, man darf ja nicht nur rumhängen. Du kannst ja da nicht so hängen und dann, ja, dann hängst du halt in der Luft und das sieht ja dann auch irgendwie doof aus. Also muss ziemliche Körperspannung haben und das ist so ein bisschen, also es gibt so eine Weste, die man halt dann so anschnallt, dann ist man hier hinten aufgehängt, und es gibt aber auch so einen Gurt wie beim Klettern, der halt so zwischen die Beine geht und das tut halt ab und zu dann weh, ja. Ja, also es ist schon sehr anstrengend. Aber dann ist es cool, wenn es gut aussieht. Deswegen macht man es dann auch. Ja. Das heißt, bei dir, das hat dir auch mehr Spaß gemacht, als dieses Fliegen, oder? Ja, das stimmt. Mehr Spaß als anstrengend. Okay. Also es überwiegt dann. Vielleicht könnt ihr jetzt mal, jetzt haben wir schon so viel über die Dreharbeiten gesprochen, vielleicht könnt ihr mal selber am besten, weil ihr wart ja dabei, mal so die Handlung von dem neuen Teil so kurz zusammenfassen. Ja. Also. Erinnert mal zurück. Ja, nee, wir haben das schon so oft gemacht. Ich versuche es immer so ein bisschen zu variieren, aber egal. Unsere Zuschauer haben das nicht. Standard. Ja. Nein, also genau, die Vampirschwestern kriegen einen kleinen Bruder, und Franz heißt er, der war sehr süß. Senji in echt. Und der wird entführt von der Vampirkönigin von Antanasia, weil der Thronfolger von ihr werden soll. Und ja, genau, eigentlich, also das erzählt uns halt. Ich wollte gerade sagen Stipe, aber so heißt er ja in echt, Mihai, erzählt das seiner Familie so ganz nebenbei. Ja, also es könnte sein, dass jetzt mal vorbeikommt und den so haben will, aber ich habe alles im Griff. Und dann streiten sich halt die Eltern total, und ich als Silvania hypnotisiere die aus Versehen, weil wir in der Pubertät sind. Und ja, genau, das war auch sehr wichtig. Und dann hüpfen die halt rum und benehmen sich wie kleine Kinder. Und dann können die uns natürlich überhaupt nicht mehr helfen. Antanasia kommt, schnappt sich den, also Silvania wird unter auch so Hypnose gezwungen, den ihr zu übergeben. Daka bekommt das aber nicht mit, weil die in dem Sarg liegt, und haut dann ab, also fliegt ihn hinterher und ist total sauer auf Silvania, weil sie halt sagt, ja, du bist zu schwach, du hast den hergegeben,
was ja eigentlich gar nicht stimmt. Aber genau, und dann fliegt halt Darker hinterher, holt sich dann noch Modo hinzu und wird dann aber eigentlich von Antanase so ein bisschen verführt von diesem Vampirleben. Also ja, hier ist es doch ganz toll, du kannst ja alles machen, was du willst. Genau, und Sylvania schnappt sich dann halt Dirk von Kombass und kommt hinterher und ja, so halt so eine Parallelstory. Darker im Schloss und Dirk von Kombass und Sylvania, die sie da irgendwie versuchen rauszuholen. Und ein sehr spannendes Ende. Das darfst du aber jetzt nicht verraten. Ja, genau. Du hast jetzt sehr ausführlich beschrieben, aber das darfst du jetzt nicht verraten. Und am besten schauen wir jetzt aber noch mal in einen Filmausschnitt rein. Viel Spaß. Sehr geehrte Fluggäste auf der Linie von Lange. Ich bin Vampirjäger im Einsatz. Das ist mein Arbeitsgerät. Damit kommen Sie aber nicht an Bord. Doch, das sind nur Attrappen. Das sind keine Attrappen, sondern hochtechnisierte Spezialwaffen. Hier. Der Knobinator 2.0. Der Abzug stammt ursprünglich von einem Z1000 Laser. Und der Kolben ist ein SRA 27er rundgeschliffen. Für noch mehr Wumms. Was für verrückte Ideen. Es ist alles nur Spaß. Unsinn. Diese Waffen sind absolut tödlich. Was würdet ihr sagen, ist jetzt das Besondere am Teil 3? Gibt es einen Unterschied zu den zwei davor? Oder? Also ich finde, es ist mehr Abenteuer, weil wir auch in unsere Heimat reisen, wo wir eigentlich herkommen, nach Transsilvanien. Und gerade in so einem Schloss, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, irgendwie, wenn du auch so eine Königin hast, irgendwie, das geht, finde ich, noch mal mehr so in die Fantasiewelt rein. Mhm. Ja, es sind diesmal sehr viele Vampire dabei. Ja. Das war cool und ja, es geht sehr viel um Mut, wie mutig man ist und wie man auf seine Art mutig ist und so. Und das fand ich ganz gut. Und wir sind halt ein bisschen getrennt eigentlich. Wir hatten gar nicht so viele Drehtage zusammen, weil wir halt diese Parallelstory irgendwie haben. Mhm. Ja. Jetzt, Laura, hattest du ja in dem neuen Teil einen neuen Freund, den Tim Oliver Schulz. Hast du da irgendwie schon Nachrichten bekommen, dass viele Mädchen neidisch sind auf dich? Weil er ist ja bekannt aus der Serie Der Club der Roten Bänder und so ein kleiner Frauenschwarm, Mädchenschwarm. Ja. Also ich habe persönlich noch nicht so viele Nachrichten deswegen bekommen. Nee, und wir sind ja auch in dem Film nur befreundet. Also es wird ja immer so angedeutet, dass wir uns schon interessant finden, aber wir sind nur befreundet in dem Film und verstehen uns gut. Aber ja, also so privat habe ich jetzt noch keine Nachrichten bekommen wegen Tim. Aber auf der Premiere haben die alle gekreischt. Also wir kamen da rein so, hallo, hallo, und alle, Tim! Ja, okay, wir gehen mal weiter. Ja, okay. Ist denn so, dass ihr, also der Tim, der spielt ja dann auch, ist ja schon 28 schon, ne? Ja. Aber er spielt dann auch eher Rollen, so die Anfang 20 sind oder vielleicht noch unter 20, genau. Das heißt, wenn man es auf euch überträgt, könnte es ja sein, dass ihr auch noch ganz viele Jahre die Vampirschwestern spielt. Wie sieht's da aus? Ich weiß nicht. Ich sehe es ja nicht mehr aus wie 12, hoffe ich. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, also mit Schminke und Licht kann man bestimmt ja einiges, kann man mal viel machen. Aber hättet ihr denn noch Lust auf die Rolle, die dann noch so lange zu spielen oder? Doch, das schon. Also wenn es eine gute Story ist, ich würde das jetzt nicht machen, wenn da jetzt, keine Ahnung, irgendwas Doofes sich ausgedacht wird. Also es muss wirklich was sein, wo ich sage, ja, das finde ich gut, das kann man sich angucken. Und sonst, ja, warum nicht? Also es ist, wie gesagt, sehr anstrengend, aber ich bin jetzt nächstes Jahr dann mit der Schule fertig und dann habe ich Zeit. Dann könnte ich das machen. Ja. Hättet ihr denn gedacht, dass es generell überhaupt 3 Teile daraus werden? Oder? Ich glaube, wir haben es gehofft, aber es war nicht so, also die Filme waren so gut, sind so gut angekommen, dass dann halt immer irgendwann so die Anfrage kam, ja, wie sieht's denn aus? Hättet ihr Lust? Aber sonst, wir hätten keine Ahnung, ob das so gut funktioniert. Ja, es gab ja irgendwie damals, als wir den ersten Teil gedreht haben, glaube ich, 10 Teile von den Büchern. Und da kann man natürlich schon denken, okay, da wäre Potenzial für mehr Filme, weil einfach so viel Material da ist. Aber es ist halt so, auch wie Martha meinte, von den Kinozahlen abhängig und von anderen Faktoren mit Fördergeldern aus den einzelnen Bundesländern, ob man weiter dreht. Und ja, das war dann nicht unsere Entscheidung, ob es weiterging. Und ja. Wo sind wir hier? Das wird bestimmt der Thronsaal, das Zentrum der schwarzen Macht. Thronsaal, ja? Habt ihr denn irgendwie so einen Lieblingsfilm aus Hollywood? Was guckt ihr denn so aus Hollywood so gerne? Oder würdet ihr zum Beispiel auch mal selbst gerne nach Hollywood, so die Schauspielerei so dahin weiterentwickeln, dass es für Hollywood dann irgendwann reicht? Ja, klappt? Ich finde, es muss gar nicht unbedingt Hollywood sein. Es gibt so ein paar Schauspieler, mit denen ich mal gerne drehen würde, aber sonst keine Ahnung. Also es muss jetzt nicht der Oscar werden.
Das wäre nett, aber muss es nicht sein. Wäre schön. Ja, aber das ist jetzt nicht so mein Ziel. Mit welchen Schauspielern würdest du denn gerne mal drehen? Zum Beispiel Johnny Depp. Das finde ich geil. Oder halt in irgendeinem Tim Burton-Film. Das fände ich cool. Und du, Laura? Ich mag Leonardo DiCaprio. Ja, aber den finde ich in Jung besser. Jetzt ja, also Titanic war ja mein Traumtyp. Ja, aber nur in Jung. Ich habe neulich auch Catch Me If You Can gesehen. Ja, das ist nämlich mein Lieblingsfilm. Ja. Ja. Genau. In Hollywood ist ja dann auch viel möglich mit ganz vielen Effekten und man kann natürlich auch in weit entfernte Galaxien reisen zum Beispiel. Mhm. Seid ihr denn Star Wars Fans oder ist das so für euch, was sagt, nee, Star Wars, nee, geh mir weg damit? Ich gucke immer mit einem Freund regelmäßig alles durch. Ja. Wir sind beide große Star Wars Fans. Ich habe auch einen großen Bruder, ich wurde damit reingezogen und bin jetzt voll drin. Ja. Das heißt, ihr seid auch schon aufgeregt, dass jetzt demnächst auch was Neues gibt. Ja, ja. Auch direkt in dem 7. jetzt sofort drin gewesen. Darum geht es nämlich jetzt auch gleich bei uns um weit, weit entfernte Galaxien. Neben der chronologisch erzählten Star Wars Saga gibt es jetzt eine neue Reihe aus dem Universum unter dem Label A Star Wars Story. Hier sollen in sich abgeschlossene Abenteuer erzählt werden, die neue Facetten und auch Charaktere beleuchten. Den Anfang macht Rogue One. Der spielt so zwischen der 3. und 4. Episode, teilweise auch parallel zur 4. Und darum geht's, Rebellen wollen das Geheimnis des Todessterns stehlen und alle Rebellen werden angeführt von Felicity Jones. Name fürs Protokoll. Jyn Erso. Fälschung imperialer Dokumente, Besitz gestohlener Güter, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhaftung. Kann man dir ohne deine Fesseln trauen? Yes, Sir. Wir hielten es für sehr wichtig, zu zeigen, dass Jyn menschlich und verwundbar ist, damit man sich in sie hineinversetzen kann. Die Rebellen fanden sie zuerst ein bisschen schwierig, aber sie wollten ja was Bestimmtes von ihr. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Wie es scheint, ist er maßgeblich beteiligt am Bau dieser Superwaffe. Jyn sorgt zumindest in Cassians Augen nur für Ärger. Aber dann erlebt er, dass sie eine echte Heldin ist, die alles riskiert. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Felicity spielt das so stark, dass man jede Sekunde mitfiebert. Sie muss gewinnen. Ich drehe Star Wars. Wie genial ist das denn? Eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Möge die Macht mit uns sein. Wie heißt es so schön im Pressetext? Die Filme unter dem Label A Star Wars Story, die sollen stilistisch ganz neue Wege beschreiten. Wenn damit gemeint ist, dass sie so aussehen wie die Filme von Star Wars, von der Star Wars Saga zuvor, dann kann man da auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen, weil das ist erfüllt. Aber es gibt auch eine neue Story dahinter. Es dreht sich nämlich nicht alles um die Skywalker-Familie. Deswegen ist es auch sehr interessant anzuschauen und nicht nur was für die echten Star Wars-Fans, aber auch die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Rettet die Rebellion! Rettet den Traum! Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall auch in den Film gehen, oder? Ja, ich fand gerade die ganzen Infos ganz interessant. Das heißt ja auch, was passiert. Warum nicht? Ich gehe gerne ins Kino. Das ist Popcorn. Das passt ja auch dann. Wenn man selber im Kino ist, dann selber. Ja, aber das finde ich ganz schlimm. Das heißt, du kannst dich nicht selber gut angucken, oder? Ja, ich versuche es immer, das irgendwie auszublenden. Aber es ist halt, durch das ganze Drehen ist natürlich jede Szene irgendwie so ein bisschen zerstört. Man kann es nicht mehr gucken, weil man weiß, es ist nichts spontan. Auch so eine, oh, ich habe eine neue Idee, hatte man halt 50 Mal irgendwie beim Drehen. Und es ist halt dann keine neue Idee mehr irgendwann. Und ich sitze dann und denke so, boah, das kann man ja alles voraussehen. Und alle anderen so, ach, eine neue Idee. Also ich finde das schwierig. Aber könnt ihr dann überhaupt noch andere Filme sehen oder denkt ihr dann automatisch schon, okay, das ist bestimmt jetzt so gedreht worden, da war bestimmt ein Kran, hier ist bestimmt das Licht und das wurde 50 Mal gemacht? Oder habt ihr noch diese Fantasie, dass ihr das euch dann so doch noch fallen lassen könnt und dann wirklich so abtauchen könnt in eine andere Welt, oder? Also bei mir ist das schon so, dass ich bei vielen Sachen irgendwie genau hingucke und dann auch so, wie du gerade meintest, so, okay, das haben die jetzt bestimmt so gedreht. Ja, vor allem nach dem Dreh, finde ich, guckt man da immer sehr auf. Also vor allem dann so, wenn so irgendwelche so Szenen zu zweit sind, denke ich mir, ja, ihr seid zu zweit. Sonst, also wenn ein Film langweilig ist, gucke ich immer auf Anschlussfehler. Ja, das mache ich auch. So, das Glas war vorhin halb voll und jetzt ist es irgendwie dreiviertel voll. Und wie viele findet man da so, wenn man da genau hinguckt? Ach, es gibt ja auch sehr lustige Videos dazu. Bei Fluch der Karibik ist ja zum Beispiel ganz viel passiert. Oder so ein Flugzeug oder so. Genau. Oder irgendein Teammitglied oder auch bei Star Wars gibt es ein paar. Echt? Dann muss ich aber nochmal recherchieren. Das weiß ich jetzt auch nicht so. Würdet ihr euch denn trauen, zum Beispiel, jetzt wenn wir noch beim Star Wars ein bisschen bleiben, auch mal
wenn es die Möglichkeit gäbe, gibt es ja schon zum Mond zum Beispiel, auch mal so wegzufliegen in eine entfernte Galaxie, wenn das vielleicht ein bisschen sicherer wird? Oder ist es sowas, wo ihr sagt, nee? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da voll Panik bekommen, ehrlich gesagt. Also reden wir in 30 Jahren noch mal drüber. Jetzt gerade würde ich nicht mitfliegen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Also fliegen tue ich gerne so mit einem normalen Flugzeug, aber ich kann auch nicht mal Achterbahn fahren oder so. Ich glaube nicht, das finde ich geil. Ich liebe Achterbahn, ich mag aber nicht fliegen im Flugzeug. Ja, ich glaube, ich würde nicht hochkommen. Ich glaube, ich müsste mal betäuben und dann könnte ich hochfliegen und dann könnte ich es mir angucken. Aber auch runter, da könnte ich nicht irgendwie wach sein. Also lieber schön hier auf dem Boden, auf der Welt bleiben, alles gut. Wie sieht es denn aus? Vampirschwestern ist ja teilweise zumindest Vampire, wenn man sich die so vorstellt, sollen die auch so ein bisschen gruselig sein. Ihr seid jetzt nicht unbedingt so gruselig. Wollte ich sagen, ihr seid eher lieb und süß, aber hättet ihr auch mal Interesse irgendwie an so einem Horrorfilm, so ein bisschen schauriger zu spielen vielleicht? Ich weiß nicht, ich kann überhaupt keine Horrorfilme sehen. Ich kann dann 3 Wochen nicht schlafen. Das ist echt ganz, ganz schlimm. Also da bin ich echt ein kleines Kind, das geht gar nicht. Mitspielen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gruselig das dann am Set ist. Nicht, dass ich das noch umkippe oder so. Ah, ich glaube eher nicht so. Es ist nicht so mein Genre. Und du, Laura? Ja, doch, ich glaube, es wäre mal ganz spannend, so zu sehen, gerade wie die das halt drehen. Ja, weil ich auch so Angst habe. Schrecken. Ja, total. Obwohl, dann könnt ihr auch wieder nachher gucken bei jedem Horrorfilm. Ah, das ist doch so gemacht worden. Das wäre ganz nett. Auch Naomi Watts darf sich wieder gruseln, und zwar vor Jacob Tremblay. Der spielt in Shut-In einen Waisenjungen, der bei einem gefährlichen Schneesturm verschwindet und damit für tot erklärt wird. Aber dann passieren ganz unheimliche Dinge im Haus, die eigentlich gar nicht zu erklären sind. Und damit stellt sich die Frage, ist Tom wirklich tot? Ich weiß nicht, wie ist er überhaupt hergekommen? Draußen hat es minus 15 Grad. Ich weiß, aber bitte, Joan, ich kann ihm helfen. Er kann doch einfach hierbleiben. Er ist erst 9 Jahre alt. Lassen Sie mich diese Chance nutzen. Ich bitte Sie. Könnten Sie ihn nicht vielleicht... Joan, ich rufe Sie zurück. Die britische Schauspielerin Naomi Watts war ja schon 2-mal für die Oscars nominiert. Damit hat sie eigentlich schon allen bewiesen, dass sie es definitiv drauf hat. Auch in Horrorfilmen macht sie eigentlich eine sehr gute Figur. Aber das Drehbuch von Shut-In ist nicht ganz so toll. Da hilft dann auch eine schöne, tolle Schauspielerin wie Naomi Watts nicht weiter. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hab Tom gesehen. Aber alle behaupten, er ist tot. Wenn ihr gerade schon sagtet, Horrorfilm ist nicht so euer Genre, was wäre denn so euer Genre? Wo würdet ihr unbedingt mal mitspielen wollen? Ich weiß gar nicht. Also ich könnte nur bei Genre sagen, dazu Horrorfilm auf keinen Fall. Der Rest, keine Ahnung. Eigentlich alles so. Aber ich würde gerne mal irgendwie eine blöde Tussi spielen oder so. Oder jemanden bösen. So das fiese Mädchen vom Schulhof, keine Ahnung. Sowas. Die alle mobbt. Ja, genau, sowas. Das ist ehrlich gesagt viel lustiger, als irgendwie so lieb zu sein. Oder ich muss sagen, ich würde auch gerne mal ein Musical machen. Ich weiß nicht. Kannst du singen? Ja, ist natürlich eine doofe Frage, wenn man selber dann sagt, ja, kannst du singen? Ja, ich kann voll gut singen. Ich würde mal sagen, ja, schon. Ich bin neidisch, ich würde auch gerne singen können. Ich singe trotzdem, obwohl ich es nicht kann, aber... Ja, ist doch gut, darum geht's, es muss Spaß machen. Und bei dir, Laura, hast du ein Genre, was du unbedingt machen willst? Also du hast ja schon gesagt, Horrorfilm wäre für dich jetzt nicht auszuschließen. Ja, also ich finde dann eher so, ich weiß nicht, Thriller irgendwie so. Das ist so eine bessere Mischung, ich weiß nicht. Ja, Komödie finde ich auch cool, wenn es gut gemacht ist. Oder historische Filme, also ich bin... Ja, das mit so einem fetten Ballkleid, das wäre voll geil. Das habe ich mal gemacht für Sendung mit dem Elefanten oder so. So ein Spiel gespielt und Ralf Kaspar lief da vorne rum und erzählte irgendwas. Und wir haben hinten... sowas gespielt, hatten wir diese Kleider, das war voll geil. Ja, eben, ich glaube, da sind so die Kostüme richtig cool und auch die Sets irgendwie nochmal ganz besonders. Und man taucht irgendwie noch vielleicht auch in reale Geschichten ein. Das finde ich schon, ja, historische Filme wäre, glaube ich, so, ja, das, was ich am meisten so machen wollen würde.
Passend zum Filmstart von Rogue One, A Star Wars Story, verlosen wir jetzt 4 Filmpakete und da drin sind enthalten ein T-Shirt und eine Cap. Wenn Sie das gewinnen wollen, dann müssen Sie einfach folgende Frage beantworten. Und zwar, zwischen welchen beiden Filmen spielt denn diese Handlung von Rogue One? Wenn Sie die Antwort wissen, dann einfach hier unten an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse schicken und viel Erfolg. Platz 5. Zwei Plätze runter geht es für Arrival. Im Sci-Fi-Drama nehmen Amy Adams und Jeremy Renner Kontakt mit Außerirdischen auf. Platz 4. Neu in den deutschen Kinocharts ist Office Christmas Party. Die ausartende Weihnachtsfeier lockte rund 140.000 Menschen ins Kino. Platz 3. Eine Position verliert Willkommen bei den Hartmanns. Für die Komödie wurden seit Start rund 2,5 Millionen Tickets gelöst. Wir müssen uns natürlich ein bisschen absichern. Sie wissen ja, es gibt auch immer ein paar Schafe unter den Schwarzen. Schwarze unter den Schafen. Schwarze Schafe unter den... Ja. Platz 2. Nach 3 Wochen muss Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, die Spitzenposition räumen. Der Harry Potter-Ableger lockte bereits rund 2,5 Millionen Fans ins Kino. Sie sind also der Mann mit dem Koffer voller Monster, hm? Das spricht sich ja schnell herum. Platz 1. Der höchste Neuansteiger der Woche ist Sing. Mit über 400.000 Besuchern erklimmt der Animationsfilm mühelos den Chartsthron. Das Gute daran ist, wenn man ganz unten angekommen ist, es bleibt nur noch ein Weg übrig. Und zwar nach oben! Ja, jetzt seid ihr noch relativ jung. Wo soll es denn weitergehen bei euch? Also habt ihr vielleicht schon Projekte am Start, die jetzt gerade laufen, die ihr vielleicht verraten dürft? Mhm. Vielleicht dürft ihr es auch noch nicht verraten, aber gibt es irgendwas, das ihr schon wieder dreht? Also mein nächstes Projekt heißt Abi. Das ist schön. Hast du aber nicht irgendwie dokumentarisch begleitet? Oder, Ich hoffe nicht, oh Gott. Nee, gerade keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade nochmal die Agentur gewechselt. Also ich bin bereit, wenn da irgendwelche coolen Sachen kommen, mache ich das so lange weiter, solange mich irgendjemand haben will. Und sonst, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wie gesagt, erstmal Abi und dann, ich glaube, ich werde schon beim Film hängen bleiben. Vielleicht als Schauspielerin, vielleicht als Regie, vielleicht als Kamera, vielleicht als Maske. Ich habe keinen Plan. Also es gibt viel, was ich gerne machen würde, aber ich kümmere mich da später erstmal drum. Okay. Bei dir, Laura? Ich bewerbe mich jetzt nächstes Jahr für ein Regiestudium in Berlin, München und Ludwigsburg. Und ja, hoffe natürlich, dass ich angenommen werde, aber ich bin ja auch noch recht jung. Und ja, Schauspiel mache ich auch auf jeden Fall weiter und ja. Und warum jetzt so hinter die Kamera und nicht weiter? Also da sagst du, machst du weiter, aber es ist ja schon interessant, dass du jetzt auch so das Regiehandwerk so richtig lernen möchtest. Also ich mag es erstmal auch, Sachen zu organisieren und bevor gedreht wird, wird ja auch viel Organisatorisches gemacht. Mhm. Und ich finde es halt auch so cool, weil als Schauspieler stellst du zwar auch eine Rolle dar, aber als Regisseur hast du halt auch nochmal die Möglichkeit, du kannst halt alles noch mehr beeinflussen, sei es die Kamera, irgendwie welche Filter benutzt werden, was weiß ich. Also du hast halt nochmal, finde ich, einen größeren Einfluss und wenn du halt gute Vorstellungen hast, kannst du die halt auch sehr gut umsetzen, wenn du ein gutes Team hast. Und ich weiß nicht, das gefällt mir halt auch sehr gut und das würde ich halt gern studieren und wie Martha Schauspiel weitermachen. Mhm. Ja. Ich glaube, du willst einfach nur allen sagen, was sie tun sollen. Ja, ich dachte, ich mach das. Ja. Und ganz nebenbei, wenn es sich ergibt, dann den Oscar so nebenbei. Ja, genau. Ja, ach, genau, danke, Leute, ich habe das gar nicht bemerkt. Ja, genau so. Vielleicht könnt ihr zum Schluss noch mal sagen, so letzte Frage, warum sollten die Leute denn unbedingt in den dritten Teil der Vampirschwestern gehen? Also ich glaube, das Gute ist, an unsere Fans müssen wir, glaube ich, gar nicht so unbedingt appellieren. Die gucken sich das auch so an. Ich meine, die ersten beiden waren toll, dann ist auch der dritte toll und er ist auch toll. Und sonst, ja, ich finde, das ist einfach eine coole Story. Es ist spannend. Wir sind in einer Vampirwelt. Wir haben Jana Palaske dabei, Michael Kessler wieder. Wir sind alle, und ja genau, Tim natürlich. Timmy haben wir dabei. Ja. Ich finde einfach, es ist eine coole Story. Genau, und Tim und ich singen zusammen. Wir singen die transsilvanische Nationalhymne. Das sollte man auch nicht verpassen. Das heißt, auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt da reingehen. Ja. Und sei es wegen Tim, egal. Guckt euch das an. Okay, also ihr teilt euch dann die Aufmerksamkeit mit Tim. Ja, das ist dann, aber ist okay. Der ist so nett, das ist okay. Das war's mit dem Kinotipp nächste Woche. Da zeigen wir Ihnen dann die Filme, die so um den Jahreswechsel in den Kinos starten. Unter anderem dabei ist Assassin's Creed und 4 gegen die Bank, dann auch wieder mit Jana Palaske. Und ansonsten haben Sie natürlich jetzt erstmal viel zu tun, deswegen viel Spaß im Kino.